Hallo liebe Grafikklasse, jetzt kommt auch das Video von mir zu dem, was ich zurzeit mache. Da sieht man mein Buch, das ich derzeit bearbeite, das ist jetzt eh schon länger. Das ist wie so ein Kinderbuch, wo man verschiedene Gesichter selber erstellen kann, indem ich einfach das Buch drittel, also die Seiten jeweils drittel und dann das aufgeteilt in Stirn, Augenpartie und Mundbereich zeichne. Und man kann sie dann eben selber zusammenstellen, wie das ausschauen sollte. Und es sind halt immer nur die Figuren, die ich aber die Karten gemacht habe oder generell immer zeichne. Es war nicht so einfach für mich, in das Setting reinzukommen, nicht in der Werkstatt zu arbeiten, sondern daheim. Eben auch, weil das Wetter so verlockend war und es einfach anders ist, einen Arbeitsplatz zu haben, wo man hingeht und arbeitet, oder einen Schreibtisch zu haben, auf dem man eigentlich so auch Übungen macht und dann auf einmal das der Arbeitsplatz wird. Deshalb habe ich mich dann entschieden, dass ich einfach das, was ich jeden Tag tue, und zwar rausgehen und wandern und die Gegend erkunden, dafür nutze, dass ich einfach da jetzt meine Werkstatt reinbringe, also meine Werkstatt in die Natur verlege. Ich bin also angefangen beim Ausgehen und habe mal mit dem einfachsten Materialien angefangen herumzubauen. Und habe mit einfachen Materialien, also einfach mit Steinen, angefangen zu bauen. Das voll fasziniert hat mich gesehen, was man alles damit machen kann. Und an denen haben wir die Gravitation versucht, die Gravitation ein bisschen auszutricksen. Für uns! Dann erst glaubt dieses Zeug, zum Beispiel Finanz, was für Denkfehler man alles so. Genauso wird es so eine Kaffeekasse geben, wo angefangen und bin jetzt bei Seite 400 schon Backen und Dessert machen kann. Aber war es auch noch. Genauso wie das mit den Hintrips gehabt haben, waren alles Liter unter, keine Ahnung, wie viel einmacht. Und was man da auch schließen kann. Na. So Sachen zum Bemerken, was das System eins braucht. Fühlen Sie an, weil man. Hallo, liebe BE-Klasse. Und was ich in der letzten Zeit so gemacht habe, ihr kennt vielleicht noch von den letzten Malen mein Falten-Tagebuch, das ich auch weitergeführt habe, wo ich teilweise eben zum Beispiel Tabletten abgedruckt habe oder verschiedene Gegenstände wie einen Stift und dann eben die Falten nachgefahren habe. Oder aber auch Falten ohne spezifische Form einfach geknittert habe und nachgezeichnet habe, eben hier jetzt mit einem schwarzen Filzstift. Und da habe ich dann eben größere gemacht. Und bis jetzt waren die eigentlich immer nur einfärbig oder hauptsächlich schwarz. Und diesmal habe ich mich dazu entschlossen, eben auch Farben zu verwenden. Und zwar bin ich dabei wie folgt vorgegangen. Ich habe das Papier genommen, eine Kugel gefalten oder eine andere Form. Und dann eben alle Falten, die sichtbar waren, nachgefahren mit Aquarellfarbe. Und dann danach habe ich das Papier wieder aufgemacht. Und somit habe ich den Effekt, dass auch auf der Rückseite ein paar Falten eben hervorgehoben sind und andere eben nicht. Oder hier habe ich eher eine längliche Form verwendet oder in eine längliche Form gefalten und dann eben mit blauer Farbe.
Rot. Eine weitere Arbeit von mir. Eben, dass ich mir ein Objekt ausgesucht habe und mit dieser Folie, mit der ich schon öfter gearbeitet habe, die eben die Haptik hat, dass sie auf einer Seite eben wie Papier ist und vorne ist sie wie Alufolie. Und da habe ich mir ein Objekt ausgesucht, das ich durchgedrückt habe. Hier ist eben eine Serie von Scheren entstanden, die eben diesen Effekt haben, dass es absteht und dadurch haptisch wird. Und die Folie hat eben die Eigenschaft, dass sie die Formen sehr gut aufnimmt. Für meine Tagebücher habe ich mich mit Pop-ups beschäftigt. Und ich habe mir da eben zwei Bücher besorgt. Das eine hat uns schon mal die Elisabeth gezeigt und das habe ich mir eben auch besorgt. Gebraucht war es eben recht günstig. Und das wirklich genau erklärt, Schritt für Schritt, wie man eben diese Pop-ups stellen kann, was sehr praktisch ist. Und in dem Buch, was ich sehr interessant fand, was mich eben auch inspiriert hat, da zeigen sie eben, wie man Pop-ups, also sketcht in Zeichenbüchern, was ich auch sehr interessant finde. Eben eins von meinen, ich habe eben so Scenes gemacht, pro Woche eins, was eben so passiert ist. Und in der zweiten Woche war jetzt eben zum Beispiel das Thema von mir Zeit. Und ich habe mich eben mein Schreibtisch mit meinem Laptop eben probiert, aber auch eben meine Strukturen, die so 3D nachgezeichnet sind. Okay, das war's von mir. Tschüss! Ich beschäftige mich gerade mit zwei Themen. Das eine ist die Planung und der Entwurf von einem fiktiven Gebäude, wobei ich, hier sieht man den Gesamtentwurf, jetzt immer weiter in die Räume reingehe und die ausarbeite und an den Details feile. Mein zweites Thema kann man hier auch gleich erkennen, das ist die Kryptographie. Ich habe im letzten Semester in Geschichte wir haben das Thema kurz angeschnitten und das hat mich ziemlich festgehalten und ja, deswegen beschäftige ich mich jetzt weiter damit. Es gibt zwei Arten der Kryptographie. Das eine ist die Substitution, wo es darum geht, Buchstaben durch andere zu ersetzen. Dazu kann man diese Tabellen hier benutzen oder dergleichen. Und im Anschluss dann habe ich mich daran gemacht, mit einer präparierten Schreibmaschine selbst Texte zu verfassen. Beziehungsweise mittels einer anderen Möglichkeit der Substitution, wo es darum geht, Buchstaben nicht zu ersetzen, sondern sie zu verschieben. Zu verschlüsseln. Diese Teile hier nennt man SkyTales. Ich liebe den Namen allein schon. Und das ist so das, was ich gerade mache und was mich beschäftigt.
Also am 10. März hat ja die Uni in Innsbruck bereits zugesperrt. Ich bin aber wie gewohnt zu meinem Unicampus gefahren. Als am nächsten Tag dann Salzburg zugesperrt hat, da habe ich sogar mit meiner besten Freundin ausgemacht, dass sie mich jetzt in Brighton besuchen kommt, weil ja jetzt in Salzburg keine Uni mehr ist und die Flüge im Moment so günstig sind und so weiter. Wir haben die Situation beide überhaupt nicht ernst genommen. Bei mir in England war einfach alles so normal wie immer. Auch als von Österreich in den Nachrichten dann kam, dass man beim Busfahrer kein Ticket mehr kaufen darf, nicht mehr vorne einsteigen darf und in der ersten Sitzreihe nicht mehr sitzen darf und so weiter, da habe ich mir so gedacht, pff, das wäre in England ja gar nicht möglich. Da haben die meisten Busse ja sowieso nur eine Vordertür. Habe mir also gedacht, so schlimm kann dieses Virus nicht sein. Und ja, dann hörte man auch so in den Nachrichten, Großbritannien würde mit seiner Vorgehensweise bis zu 250.000 Todesopfer riskieren. Ja. Und am 15. März ist dann ja bekannt geworden, dass bald aus Großbritannien und den Niederlanden und der Ukraine und Russland keine Menschen mehr nach Österreich einreisen dürften. Und daraufhin wollten meine Eltern mich dann dazu bewegen, heimzufliegen. Mein Papa sagte auch so Sachen wie, ja, es hat die nächsten Wochen keinen Sinn mehr, es wird alles gesperrt, keine Lokale, Kino, Starbucks, Pret mehr offen. Und meine Schwester so, willst du Ausgangssperre in England haben oder in Österreich? Ich verstehe aber nicht, warum meine Familie mich so zurückforcen wollte, obwohl ich von sonst aus niemanden musste. Ich hatte am nächsten Tag um 9 Uhr Uni. Und außerdem hatte ich noch Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen. Und dann sollte ich stattdessen einfach heimfliegen. Ja, mein Papa hat diesen Heimflug einfach gebucht, ohne mich überhaupt zu fragen. Und ich wollte es einfach nicht wahrhaben, dass mein Auslandssemester jetzt schon vorbei sein sollte. Und außerdem alle anderen Studenten, denen ich daraufhin geschrieben habe, die meinten so, no, I'm definitely not going home. The situation at home is terrible. Und so weiter. Ich war sauer auf meine Eltern, dass sie mich einfach so in Österreich isolieren wollten. Und es war ja wirklich so, warum sollte ich nach Österreich zurückkommen, um mich dann daheim isolieren zu müssen, wenn ich in England noch ganz normal alles machen konnte? Also von Remote Teaching war an diesem Tag in England ja noch keine Rede, also an Englands Unis. Ich wollte nicht einfach am Tag darauf zum Flughafen fahren, statt zur Vorlesung. Es war einfach so schwierig zu begreifen, was überall sonst in der Welt passierte, weil in England alles so wie immer war. Ich las dann eben verschiedene Artikel, in denen die Herangehensweise in Großbritannien diskutiert wurde. Ja, eben, dass man nichts macht und einfach alle infizieren lässt und die Natur wird dann schon aussieben. Ja, das wurde als Wahnsinn beschrieben und für Großbritannien in ein paar Wochen bzw. Monaten das totale Chaos prognostiziert. Ich dachte mir dann zum ersten Mal kurz, was, wenn es in England wirklich ganz schlimm wird, weil die so wenig unternehmen? Ja, es war aber so schwer zu begreifen, weil eben alles so normal schien. Ich dachte mir dann, vielleicht ist es in England noch ein, 2 Wochen lustig, aber dann wird es rund gehen und ich komme nicht mehr weg. Ich war nun echt sehr froh, dass ich diesen Heimflug hatte und eine Woche später wurden in Großbritannien sowieso die gleichen Maßnahmen gesetzt wie überall sonst auch. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich wenigstens bei meiner Familie isoliert bin und nicht allein in England. Ich bin auch sehr froh, dass ich online weiter studieren darf. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich wenigstens fast 2 Monate live in England studieren durfte.
Augenweh. Starr, starren. Tausende Ideen werden ideenlos. Wachschlaf, Wachblick, kein Blick, Pause. Kühle Strenge, Überwachungspanik, Augenverfolg. Das Rosé verblasste wird zum grau-hellgelben Versuch. Festhalten der Performance. Musikvermischung. Lesendes Ausarbeiten und der ständig beobachtende Nachweis. Warm und kalt und irgendwo dazwischen Tiramisu-Töne und Traumrätseln. Aber im Wachschlaf. Und dann frühspätes Blitzgewitter.